Also, Paulus Fischer, lassen wir mal. Guten Abend. Sind Sie irgendein Kritiker oder so? Okay, passt, dann muss ich nicht nervös sein. Ja? Ein bisschen. Okay. Danke. Schauen wir mal, was wir da haben heute. Ich bin so wahnsinnig überarbeitet. Naja, und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Also beim ersten Mal, ich habe da jetzt schon zweimal was gelesen und beim ersten Mal habe ich gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich hätte ganz gern, dass ihr Fotos macht von mir und auch mich verlinkt auf Facebook, weil ich möchte, dass die Leute sehen auch, was ich mache und dass ich ein spannendes Leben habe und dass ich dann auch irgendwie, dass mein Leben auch was wert ist. Ja? Also ich hätte gern, dass ihr da mich auch ein bisschen repräsentiert, damit ich mich auf Facebook dann auch zeigen kann, ja, neben den Urlaubsfotos. Wie heißt du auf Facebook? Paulus Fischer. Okay. Der erste Beitrag heißt Blut. Laufen, Leben, Last der Schrift, Bildernis und Wankelstich, rechts verdreht und weltberühmt, verwirrend, unverblümt, provokant, pubertär, blutende Haare, rote Erde, der Kopf in Flammen, rot war sie, rot und nicht mehr, Elfengebein, Lippenstich, Teufelsblume, weiße Brüste voll und wild, der Totentanz auf ihren Lippen, wild und lebendig. Ihre Beine waren offen, als ich sie schloss. Ist überarbeitet. Das kommt mal richtig so, das ist so richtig bedrohlich. Okay, das zweite. Ein junger Lebenslauf. 1986. Geboren in Tulln, Österreich. Danach Volksschule in Stockerau. Anschließend AHS-Unterstufe im Gymnasium Stockerau. Erster Kurs. AHS-Oberstufe im Bundesgymnasium Hollabrunn, sehr gut Noten in Handwerken, Musik und Fremdsprachen. 2005 Matura. 2006 Zivildienst beim Roten Kreuz mit Verleihung der Ehrenmedaille für außergewöhnliche Dienste im Rahmen der Hochwasserhilfe durch Dr. Erwin Pröll. Darauf folgend Studium der Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur Wien. Anschaffung einer Jack Wolfskin-Jacke. Prüfungen. Sommer 2007, Praktikum in einer Sägemühle im Waldviertel. Es ist die letzte Sägemühle Europas, in der nach dem Rhythmus indischer Chants gesägt wird. Ja, also, ja, super. Anschaffung eines MacBook Pro und nebenerwerbstätiger Vertrieb von Biosemmeln. 2008 Abbruch Studium Landschaftsplanung, Beginn Studium Politikwissenschaften. Jugendobmann KPÖ Wien. Auftritt auf Demos gegen Burschenschaften, Rechtsextremismus und soziale Ungerechtigkeit. Fernsehpräsenzen in Diskussionsrunden des ATV. Auf Du und Du mit Sebastian Kurz. Ihr habt mich sogar auf ein Getränk eingeladen. 2010, Jugendobmann der Schwarzen Hasen Obersankt Veit. Sommer 2010, Bruch mit den Schwarzen Hasen aufgrund unüberwindbarer Differenzen. Stichwort Maskottchenstreit. Sie wollten einen schwarzen Eisbären. 2011, Gelegenheitsjobs, Werbekomparse, Kellner, Fahrradkurier.
Ende 2011. Abbruch des Studiums der Politikwissenschaften. Ab nach Bali. Surfen. Ich wurde endlich schön blond. Erstellung eines Reiseblogs. Unglaubliche Erlebnisse, jeden Tag. Tolle Menschen, interessante Leute, super Typen, coole Menschen, unglaublich interessante Menschen, so tiefgründig. Wir redeten über Politik. Freundesliste auf Facebook sprengt die Tausender-Marke. Ich glaube, man mag mich. Schwimmen mit Delfinen. Schwimmen mit schwangeren Delfinen. Schwimmen mit schwangeren Delfinen, die mit ihrer Flosse meine Hand nahmen und sie auf ihren Bauch legten, während sie unter Wasser gebaren. Und ein schnurrbärtiger, tauchender Aussteigerfranzose den schon lebendigen, noch ohnmächtigen Körper dem Leib der Mutter entriss. Seine schwarz gekräuselten Haare voller Blut. Seine Haare voller Blut. Ende 2012, zurück in Wien, Arbeitssuche. 2013, Arbeitsbeginn in einem Architekturbüro für Landschaftsgärten. Finanzielle und emotionale Stabilisierung. Frühling 2013, Eheschließung mit meiner langjährigen Lebenspartnerin Olga Wurst-Fried. Sommer 2013, Gewinner des Ö3 sucht das Super-Selfie im Rahmen des Donenzi-Festes. Anschaffung eines weißen Audi A3 und einer Sitzgarnitur für die gemeinsame Wohnung. 2015, meine Freundesliste auf Facebook sprengt die 2000er-Marke. Ich glaube, man mag mich wirklich sehr. Der nächste Beitrag heißt Hirsch. Hirschenland in Hirschenhand. Der nächste Beitrag heißt Das Knabenkino. Das ist zwar kurz, aber ich mag so gern. Am Stadtrand liegt es, mattschwarz und tiefgründig. Das Knabenkino. Junge Männer, dunkles Haar zurückgekämmt, kräftig gebaut, enge Jacken, das verwundbare Genick im Leder verborgen. Beschuldigt geboren, ihrer Schuld frönend kommen sie zusammen, um die Lederhose knacken zu hören, bei Schwermetall und kühlem Bier im Knabenkino. Yeah. Und das, was jetzt noch folgt, ist ein kleines Experiment, wo ich habe das zweimal gemacht bis jetzt erst, wo ich nie genau weiß, wie das endet und ob es geschissen ist oder leibend ist. Aber in jedem Fall, es erregt mich. Ja, es erregt mich irgendwie. Also, ja. Ballack. Ballack. Noch immer Ballack. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Schweinsteiger zu Ballack. Ballack. Schweinsteiger. Ballack. Ballack. Noch immer Ballack. Schweinsteiger. 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 Latte.